Wir haben endlich Erz gefunden. Unsere Wirtschaft läuft soweit. Und jetzt haben wir dem Gegner den Garaus. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und es geht weiter bei die Siedler Neue Allianze. Das abgespeckte Siedler, was mir trotzdem ein bisschen Laune bereitet, sonst würde ich es nicht spielen. Und während wir hier jetzt gerade Essen kriegen, beziehungsweise produzieren, ich weiß, ich werde die Kohleproduktion pushen mit Brot, aber erstmal hätte ich gerne ein bisschen Brot auf Halde für die Forschung. Und ich werde den Fehler... Da kommt sie. Wenn man sie nennt, kommt sie gerannt. Ne? Ich werde nicht nochmal den Fehler machen und das Forschungsgebäude am Arsch der Welt produzieren, weil ich wusste ja nicht, dass da alle Waren hingeliefert werden müssen. Sprich, es hätte sich hier oben wesentlich besser getan. Aber das jetzt abreißen, ne, für die paar Forschungssachen noch. Oder ein zweites bauen. Wozu? Wir warten noch auf Brote, also forschen wir den Kram, den wir überhaupt nicht brauchen. Und hier können wir schon wieder ein paar Leute hinschicken mit Bären. Ich bin übrigens wirklich am Überlegen, weil wir so eine Bärenüberproduktion haben. Na gut, jetzt geht gerade wieder ein bisschen was weg. Und warum nehmen die gerade ab? Weil ich gerade welche hinschicke. Ja, aber sonst nehmen sie eigentlich zu. Trotz einer Bärenpresse, die gemütlich Bären presst. Ja, falls die Gummibären noch irgendwo rauskommen. Unter diesem Baum hier zum Beispiel würde es noch am ehesten passen. Von den Windungen her, ne? Also, wer weiß, ob sie noch irgendwo... Dürfen sie natürlich rechtlich nicht, aber so ein Easter Egg wäre geil. Wisst ihr? Einfach, wenn in dem Gebäude plötzlich eine Klappe hochgeht und drüben auch, und dann springt da so eine Art Bär von einem zum anderen. Ich find's geil, wenn es so wäre. So, dann nimmt doch mal gleich das hier wieder mit, was hier liegt, Freunde der Berge. Dafür wurden wir ausgebildet. Und du produzierst uns jetzt mal wieder gemütlich Waffen. Bürger mal aktueller Mesen, mach die mal, falls wir noch was brauchen für Forschung. Dass wir so 10 Stück haben. Weil den Bärensaft zu verkaufen, das ist natürlich, also preislich. 100 pro Saft. Wie viel haben wir denn? 10 oder was, ne? Nee, ach, wir liegen schon 3000. Das darf man nicht vergessen. Achso, weil sie es reingetragen haben, weil wir zu viel hatten. Und dann belagern sie erstmal ihn so. Oh, ist okay. Okay, so. Wie viel Brote haben wir jetzt? Das ist die alles entscheidende Frage. 12. Brauchen wir nicht 8? Doch. Wir werden wahrscheinlich gleich noch mehr Brote brauchen. Also, nur für diese eine Forschung. Wir brauchen generell noch mehr. Die Lockvögel. Ja, die Lockvögel sind... Die Lockvögel ist so eine Designentscheidung. Ich hätte die nicht gebraucht im Spiel. Und die sind halt ziemlich hart. Und die kann man halt auch noch richtig gut pushen. Das sind halt... Sie sehen halt unrealistisch aus. Das kommt dann noch hinzu. Weil es sind halt meistens sind so komische Steinstatuen. Und dann greifen die Steinstatuen an, während sie von Türmen beschossen werden. Oder von anderen Einheiten. Ist so ein bisschen... Sieht man eigentlich auf 5 Kilometer Entfernung, dass das keine echten Soldaten sind, aber... Aber gut. So, deswegen habe ich auch die Lockvögel nicht wirklich hier. Angriff und Belagerungsschaden in der Nähe von Bergbaugebieten. Also dieses Überfalltaktiken, das verstehe ich nicht. Vielleicht ist bei Stufe 2 irgendwo anders noch, aber nur wenn da Bergbau ist, hat man 20% mehr. Das ist doch Quatsch. Können wir doch mal gucken in den Nebel des Krieges mit unseren Scouts hier? Ja. Also, was heißt Nebel des Krieges? Nebel des Krieges ist ja das Dunkelgraue. Da hat er solche, ne? Solche Steinstatuen eben von geredet. In das unentdeckte Gebiet gucken. So. Hier stehen nochmal 2 Türme. Gucken wir weiter, wo unser Weg hingeht. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? Okay, es ist ein bisschen weiter, da muss er sich ein bisschen bewegen. Wir
arbeiten alle zusammen. Feind in Sicht. Also ich gehe davon aus, wenn wir hier angreifen, dann... Ich glaube, ich gehe zum Strand. Geht er wieder zurück? Ja. Ich glaube. Ja, wie oft gehen die denn bitte zum Strand am Tag? Ich glaube, ich gehe zum Strand. Ist gut jetzt. Ich glaube, ich gehe zum Strand. Hat jeder Voice Actor einsprechen müssen oder was für das Spiel? So. Wie sieht's aus? Ist die Forschung schon abgeschlossen? Ah, gleich. Keine Lieferungen? Forschung abgeschlossen. Und was brauchen wir jetzt? Brote und Schilder. Ein Glück haben wir das. Da hätten wir den Baum hier durchgeforscht. So, und danach gibt's, glaube ich, nette Sachen. Gab's noch was Gutes? Neue Siedler treffen schneller ein, Lebensraum. Und gab's noch irgendwas Kampftechnisches? Soldaten sammeln Ware in der Nähe ein, auf neutrale Gebiete stoßen. Die Ware werden in das nächste Lager ausgebracht. Ich meine, Soldaten sollen kämpfen und nichts einsammeln. Einheiten gewinnen auch im... Hier, alle Siedler. Einheiten gewinnen auch im Kampf oder unterwegs Lebenskraft zurück. Außerdem sind sie von negativen... Das ist krass. Das ist krass. Aber wir müssen erst die vorige Stufe erforschen. Also machen wir ja, die Lockvögel dann oder so. Oder das hier, falls wir mal in einem Bergbaugebiet kämpfen. Was geht aber schneller? Das hier. Brauchen wir nur Werkzeuge. Gut, hier muss jetzt halt erst wieder die Schilder und die Brote runtergeschleppt werden, ne? Ist klar. Das dauert. So, wir haben gleich 10. Gut, also wir produzieren sehr langsam Waffen. Wir könnten es pushen mit Fleisch. Das Problem an der Geschichte liegt dann daran, dass uns wieder die Ressourcen fehlen, weil wir kriegen nicht schnell genug das geschmolzen. Und wir brauchen dann hier auch doppelt so schnell Kohle. Und die Kohle, die wir gerade dann mit doppelt produzieren können, ist gerade mal schnell genug, um beide hier zu befeuern. Ja. Das ist halt ein bisschen doof. Da können wir es mit Handel wieder ausgleichen, aber soll eigentlich so funktionieren. Das heißt, wenn das hier schneller produziert, kriegen wir maximal auch beides miteinander befeuert. Hätte mir halt hier ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen größeres Bergbaugebiet. Aber gut. Wir gucken gleich, dass wir hier dann mal angreifen und zumindest mal bis hierhin platt machen und einnehmen und hier dann die nächste Story mitkriegen. Und hier ist ja auch noch was. Ist hier auch wieder sowas zum Abgeben? Weiß ich nicht, was hier ist. Leuchtet es auf jeden Fall schon mal raus. Weiß nicht. Vielleicht ist Gollum da drin mit dem einen Ring. Wer weiß. Und die Kamera ist schon wieder weg. Warum? Warum wechselt er als nicht über den Knopf? Das ist das zweite Mal schon, wo ich das aufnehme. Ich muss nochmal meinen Knopf hier überprüfen. Ja, der soll dann wechseln zu die Siedler neue Allianzen danach, genau. Das macht er auch, aber komischerweise springt er dann nicht zurück. Aber nur bei dem. Nur bei dem Spiel hier. Verstehe ich nicht. Soll zum Intro springen, danach soll er aber warten und danach soll er es wieder umschalten. Ja. Verstehe es nicht. Gut, ihr kennt mein Gesicht. Ne? War ich halt 8 Minuten, 9 Minuten nicht zu sehen. Fleisch, ja, Fleisch reicht eigentlich. Wir machen aktuell nichts.
Vielleicht machen wir noch eine kleine Armee. Mit 10, 10 und 20. Mal zum Ausbildungsgelände gehen. Wie viel Geld haben wir? Ah, 1000. Das wären genau 10. Okay, was können wir verkaufen? Was haben wir zu viel? Wir haben Fisch zu viel. Jede Menge. Gibt nicht viel Geld für Fisch, aber egal. Werkzeuge haben wir saumäßig. Wir darf 50 verkaufen. Machen wir jetzt auch. So. Dann können wir nochmal 10 von denen herstellen hier. 9, 10, die kosten nur Geld. Die Esel sind wieder alle ausgelastet. Was heißt das? Und wieder ein Esel mehr. Welche Begründung schleppen die da jetzt Bären hoch? Muss man nicht verstehen. Das ging schnell. Rekrutierung abgeschlossen. Gut, dann kommen wir nämlich hier unten rein und können dann forschen. Üppiges Frühstück. Was machen wir dann als nächstes? So ein schöner Tag. Haben wir aktuell genug? Mama, schmeißen wir mal das an. Aber bevor ich übriges Frühstück nicht gemacht habe, würde ich gern ungern. Die Werkzeuge schon da? Nee. Komm, erst noch. Ja. Erst wenn ich übriges Frühstück in Auftrag gegeben habe, würde ich das oben mit Brot pushen, weil sonst tun die das ganze Brot da raussaugen. Dann haben wir erstmal nicht genug für die Forschung. Aber das war doch dann alles. Naja, gut, bis auf das hier, aber. Das ist echt Quatsch. Gut, hier wäre auch nochmal Brot. Auch nochmal. Das Feld ist riesig. Fragen sich die Leute immer nach dem Weg. Schönes Wuselspiel. Ja, auch in abgespeckter Form. Trotzdem, ich habe hier Spaß mit. Muss ich ehrlich eingestehen. Und optisch, ach, einfach sehr schön. Nur noch eine Lieferung. Forschung abgeschlossen. So, jetzt sind die 10 Brote unterwegs. Haben wir wieder ein paar Faulenzer. Rekrutierung abgeschlossen. Es ist so staubig hier drin. Weisen hier mal die Party an mit Brot. Die sind noch am Belagen und Verkaufen. Oh, hier liegen schon 4. Oder zählen die schon dazu, zu dem, was wir hatten? Das wird wehtun. Da oben stehen 9, hier steht 7. Feind in Sicht. Wo denn? Da oder was? Habe ich keine Angst vor. Ja. Handel abgeschlossen. Sehr gut. Ich glaube, ich gehe zum Strand. Könnten wir noch was verkaufen? Ich. Wir arbeiten alle zusammen. Ich glaube, ich gehe zum Strand. So.
Aber wir brauchen ja mindestens 20 von denen. Haben noch kaum Leute. Müssen wieder Häuser bauen. Ich gebe mein Bestes. Dann bin ich nie enttäuscht. Stehen sogar noch welche rum. Forschung abgeschlossen. Ich gebe mein Bestes. Dann bin ich nie enttäuscht. Da oben ging noch eins hin, ne? Machen wir das so. Lasst mich durch. Lasst mal die Penny durch. Das ist gar nicht schwer. Dass die jetzt aber mit Pfeil und Bogen üben und dann eine Armbrust kriegen, das ist aber auch Abzug in der B-Note, liebes Ubisoft. Ne? Also wenn ihr es schon so runterkürzt, dann müssten die auch mit einer Armbrust schießen. Ne? Also so viel meckern muss ich dann doch. So, wir holen uns dann gleich noch 10 Krieger rein. Ich hab gerne noch ein paar Heiler gehabt, aber da müssten wir uns noch ein paar Druiden besorgen, also ein paar Kristalle. Rekrutierung abgeschlossen. Was haben wir denn hier? 10 Krieger mal gesagt. Das muss sofort ausgeliefert werden. Nur noch eine Lieferung. So. Dann haben wir eine zweite Armee und dann können wir mit unserer dicken Armee angreifen, mit unserer kleinen Armee auch. Und dann sehen die da schon kein Land. Haben wir noch eine Brotüberproduktion? Leicht. Niemand ist schneller als ich. Handel abgeschlossen. Alle wäre ja noch ein bisschen was mit Brot, ne? Ein Lebensraum pro Wohnhaus ist, glaube ich, grundsätzlich nicht verkehrt. So. Verkaufen, ja, den Saft, da will ich noch ein bisschen sparen. Kaufen jetzt von denen noch ein paar ein. Mit 300. Mein leichtester Auftrag heute. Da geht 400. Fragen nicht die Leute immer nach dem Weg. Kaufen wir 400 ein. Müsste eigentlich direkt das Lagerhaus neben dem hier bauen. Habt ihr den Gildemeister gesehen? Achso, was kostet das? Also kostet auch. Na gut, das kostet den Saft, aber das ist auf kurze Distanz, ne? Abgeschlossen. Das ist dann wohl der hier, ne? Wir brauchen jetzt noch von diesen Kristallen. Das sind ja nicht. Forschung müsste noch ein Brot unterwegs sein.
Ja, ganz da oben. Rekrutierung abgeschlossen. Okay, das waren die anderen. Die hier. Jetzt noch 10 von denen. Haben wir bei denen überhaupt was verloren? Nö. Wozu wir die gepusht sind? Handel abgeschlossen. Geißen, die das sind. Ich kann verstehen nicht dabei, wie es heißt. Ich habe das ganze Dorf gesehen. Es ist wunderschön. Ich sollte nach Hause gehen. Die Familie wartet. Eins, ne? Ja, die kommen jetzt noch. Es wären dann insgesamt 5. Wie viel? Da haben wir auch nur 10, ne? Oder 12. Also, das sind 20, 40, 30. Das ist 80 Leute. Forschung abgeschlossen. 80 Leute plus ein paar Zerquetschte. Also ich zähle jetzt nur die dazu, die wirklich kämpfen, nicht die Supporter oder Damage-Dealer für Gebäude, also Belagerungseinheiten. Rekrutierung abgeschlossen. Gut, warum es einen Alchemist geben muss für Nahkampfbelagerungseinheiten und warum es kein Katapult gibt? Naja, gut. Wir wollten unkonventionelle Wege gehen, dann ist das so. Ich sag mal 12 Heiler für 80. Ja, und hier haben wir für 40, hätten wir 10. Ich glaube, so 10 Heiler sind gleich, glaube ich, gar nicht verkehrt. Dann würde ich denen da oben aber auch noch ein paar Heiler geben wollten, aber da brauchen wir wieder Geld. Wir werden auch gleich Beeren verkaufen. Also Beerensaft. 50. Also 50 Stück für 100 macht 5000. Braucht man kein Mathe-Genie für sein. Das Ding ist halt, das dauert so lange. Das ist halt das Problem. Die stehen dann da vorne dran und warten, bis der fertig ist mit seinem, oder die, mit ihrem Hokuspokus-Fidibus hier. Ein bisschen was von Avatar. Es ist blau und wird eins mit der Natur. Ja klar, wenn man keine Zeit hat, also keinen Stress hat, dann wenn man die Zeit hat, dann kann man auch warten, aber niemanden anzuschießen. Diese Waren sind schwer. Wer verlangt nach einer Druidin? Wer verlangt nach dem Druiden? Ausbildung abgeschlossen. Das ist mein leichtester Auftrag heute. Solange Frieden herrscht. Da stehen sie alle in Reihe und alle Druiden werden. Man merkt auch, wie viel mehr Leute wir jetzt kriegen, weil in den Häusern mehr reinpassen, weil wir das geforscht haben. Ja. Mein leichtester Auftrag. Das darf man nicht vergessen. Das ist schon ganz nett gewesen. 24 Brote, die kriegen wir so schnell nicht. Also, nicht solange der da oben mit Brote befüllt wird. Ne? Hoffentlich sind wir sicher. Moment. Den hier. Können wir jetzt umstellen auf die
Handel abgeschlossen. Gut. Warum fragen mich die Leute immer nach dem Weg? Alles. Weil jetzt die Esel im Einsatz sein, ne? Ja. Rekrutierung abgeschlossen. Vorsicht, Lieferung! Boah, das können wir auch machen. Also das will ich gar nicht machen. Ich will gar nicht meine Soldatenwaren einsammeln. Der Rest ist noch irgendwie halbwegs brauchbar oder nice to have, aber... Oh, drei Stück noch, dann haben wir unsere 10. Forschung abgeschlossen. Diese Rituale sind uralt. Ja, Elementarmagier, aber das kostet auch wieder, ne? Und der Saft. Bei der Düsen auch Esel los, die das erst holen müssen. Brote holen, oder was? Hast du recht. Nur noch eine Lieferung. Jetzt haben sie alles. Ich hoffe, wir sind da draußen sicher. Und schon klappt es aber mit den Broten, ne? Das ist klar. Da sind die Heiler alle durch. Einer fehlt. Alles noch dabei. Wie viele haben wir denn noch? Von denen. 130 noch. Hm. Noch mal 4 Stück machen. Nein. Sag mir nicht, dass du jetzt extra nochmal losgehst, um welche zu holen von ganz da unten. Das dauert ja dann 100 Jahre. Und vor allem, wo sollen die sein? Hier. Nee, die sind gerade frisch produziert worden. Hier. Nee, wo willst denn du die jetzt holen? Oder er will einfach nur welche holen, dass hier welche auf Halde liegen. Das kann auch sein. Ich kann jede Last. Man kann auch leider nichts einstellen. Man kann durchtappen. Sehe ich gerade. Ich kann auch nicht einstellen, dass man sagen soll, zum Beispiel, ich werde den Saft ja hier nur brauchen, weil ich werde ihn nur verkaufen. Also könnte man ja sagen, Saft immer hier runterliefern. Habt ihr den Gildemeister gesehen? Erstmal danke dir für deinen Resab-Traum. Schön, dass du reinschaust. Grüße aus Italien. Wo bist du denn in Italien? Am Gardasee? Viele fahren jetzt zum Gardasee. Ich kann hier Mindestvorrat festlegen. Ich kann jede Last stemmen. Die Frage ist, ob es für alle Warenhäuser ist oder nur für das. Das weiß ich nicht. Also ich kann ja... Achso, aber den Mindestvorrat, darf ich den dann trotzdem verkaufen? Ich sage mal Mindestvorrat 50. So. Wenn ich jetzt tappe... Nee, ist wirklich nur pro Lagerhaus. Interessant. Das ist gut. Da kann man ja doch was machen in dem Spiel. Das ist kaum zu glauben. Die brauche ich eh alle hier. Festlegen, richtig. Gardasee für den Freizeitpark Gardaland. Es gibt einen Freizeitpark, der Gardaland heißt? 8 Tage für 400 Euro. Hotel mit Frühstück. Das ist günstig.
Das ist wirklich günstig. Gut, muss noch hinkommen, wahrscheinlich mit Zug, ne? So, wir sagen mal Mindestbestand hier oben mindestens so viel. Ich kann sagen, Mindestbestand festlegen 0. Ja, das ist der Mindestbestand. Mit dem Auto, okay. Ja, also, ich nichts gegen den Gardasee und nichts gegen Italien und soll da auch sehr schön sein. Nur es ist wohl ein sehr beliebtes Reiseziel für Deutsche, weil man da recht schnell nach Italien kommt. Für mich war halt in Gedanken immer Italien so. Ja, Italien. Und dann denke ich an Rom und an Neapel und an Venedig und an den Stiefel. Da denke ich dran und nicht an den Gardasee. Beziehungsweise ich dachte, der Gardasee ist tiefer. Aber ich habe geguckt, der ist relativ weit oben verankert. Nichtsdestotrotz ist es Italien. Will ich ja nicht schlecht reden, der Gardasee jetzt, ne? Sorry, du bist im Lurk, mag duschen. Ja, ja, alles klar, alles klar. 12 Stunden Park. Ach, scheiße. Sind wie Disney anstrengend rumlaufen. Okay, ich muss mir den Gardapark... Spätestens, wenn du wieder da bist, können wir nochmal drüber reden. Über den Gardapark. Weil dann muss ich mir den mal angucken, was der so kann. Gardapark am Gardasee. Ja, bietet sich ja an. Auf jeden Fall schön, dass du kurz dabei warst. Danke dir für deinen Reser. Oh, das war... Jetzt sind wir aber drüber, ne? Naja. Ich wusste es. Ich höre. Bereit. Ich hoffe, das Kämpfen ist bald vorbei. Gardaland, nicht Gardapark. Okay. Danke dir. Unser Dorf wächst. Bereit zum Dienst. Achso, wir wollten hier Kristalle kaufen. Oder? Wollten wir nicht? Wollten wir. Jetzt haben wir ein bisschen Geld. Und jetzt nicht nur Kristalle, auch wenn das... Ja, Penny, machen wir. Handel abgeschlossen. Genau, die sollen das immer hier runterschleppen. Jetzt alles, was ich verkaufe, sollen sie hier runterschleppen. So, wir kaufen jetzt nicht... Ja, was weiß ich. Nur glatte Beträge, liebes Spiel. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Mein innerer Monk ist getriggert. Ja. Kaufen wir halt 900 ein, ihr Penner. Eine Fresse. Forschung abgeschlossen. Forschung? Ach ja. Es sind die Häuser, mehr Leute reinpassen. Und was brauchen wir jetzt? Natürlich 40 Brote. Es war doch klar. Brote, Brote, Brote. Brote. Na, ich weiß, es war Brote. Vergesst es. Schnellere Angriffe, Türme und... Ja, komm, dann mach halt. Mach du nochmal Bögen für die Forschung. Kontrolle. Ich rufe die Kundschaft an. Diese Waren sind hochwertig. Haben eine leichte Mehlüberproduktion, aber ich glaube nicht, dass wir zwei mit befeuern könnten. Da müsste ich mich mal drüber auf. Ich glaube, ich könnte mit zwei Stück drei machen. Das ginge vielleicht. Also, bitte. Mit zweimal hier Getreidehöfe und Windmühle könnten. Also, von den zwei hätten, könnten wir vielleicht drei Bäcker befeuern. Müsste man sich mal rauslesen. Gibt bestimmt. Ich weiß nicht, ob es für dieses Spiel, weil es ja nicht gut ankam,
weil es halt abgespecktes Siedler ist, ne? Ich weiß nicht, ob es für dieses Spiel wirklich so Tipps- und Tricks-Seiten gibt, wo sich die Leute mit sowas befassen. Ob es da eine aktive Multiplayer-Community gibt, die dann auf so Sachen, Fast-Builds und so weiter aus ist. So, haben wir die schon, oder? Nee, das Schiff ist noch nicht beladen. Und was hängt's denn? Ah, okay, dauert jetzt erst, okay. Weil da musste ja nur Geld hingebracht werden. Okay, Forschung abgeschlossen. Was haben wir noch im Angebot? Schnellere Angriffe für Bollwerke. Wir machen erst das. 20 Brote haben wir schon. Neue Siedler treffen schneller ein. Ja, in den Wohnhäusern. Das ist vielleicht auch ganz nett, aber da machen wir lieber noch mal mehr Leute. Na, wie sie läuft. Gut. Dann können wir jetzt ich sollte nach Hause gehen. Die Familie wartet schon. Noch ein paar produzieren. Also unter anderem hätte ich gern von denen noch ein paar. Einmal da 10 Stück machen, ist schon wieder Schicht im Schacht, ne? Warte auf Befehl. Wir brauchen auf jeden Fall noch 4. Forschung abgeschlossen. Ich gehe es ruhig. Bring die mal da hoch. Werden mehr Ware benötigt? Ja, aber die kommen doch gerade, oder? Alles schon weg? What the fuck? Okay, müssen verkaufen. Esel bringt doch auch so viel, oder? Ja. Die sind nämlich alle hier. Glaube ich. Nein, oder? Warum schickt ihr denn nach oben Esel? Ne, Quatsch, die Esel. Doch, doch, Esel. Warum sind da Esel? Das ist doch völliger Quatsch. Ich würde gern sagen, gar nicht. Das wäre schön. Wir haben keine Esel zu sein. Das ist doch jetzt Quatsch. Ich doch da unten den Wagenbauer habe. Was brauche ich denn da oben Esel? Oh, mal 10 Stück von denen, aber die kosten halt auch wieder. Nee, wir warten, bis die Heiler noch da sind, dann greifen wir an. Dann haben wir hier oben diese solide Main-Armee. Haben wir auch nochmal 20 Heiler insgesamt. Gut, Belagerungseinheiten eher mau, aber egal. Wir haben mittlerweile 40 Brote. Ja, ihr könnt das machen. Oh, dann mach halt. Wo hängt es denn an den Broten hier? Was ist denn da los? Grüße mich. Sagen aber, die Ressourcen hatten wir noch. Versuchen wir dieses Mal, niemanden anzuschießen. Hm. Genau, und jetzt hier. Haben wir da noch Kristalle?
Warum? Hier nicht. Ach, weil ich gesagt habe, mindestens hier oben, ne? Ah ja, wir haben ja noch. Wie viel haben wir denn? Die nur 3. Ich rücke aus. Befehl erhalten. Die nur 3. Rekrutierung abgeschlossen. Feind in Sicht. Mach mal ein paar von denen. So, haben wir jetzt die Esel alle verkauft? Sieht's aus. Gildemeister gesehen? Ob wir jemals unsere Vorfahren finden? So, kaufen wir für das nochmal Kristalle ein. Forschung abgeschlossen. Stehe bereit. Rekrutierung. Auch nochmal 3 und nochmal 3. Gibt es Befehle? Da haben wir noch. Sieben haben wir, ne? Stehe bereit. 7, ja. Passt, genau. Haben wir da 10. Bereit zum Dienst. Einsatzbereit. Ich habe es abgeschlossen. Gibt's Befehle? Warte auf Befehle. Melde mich zum Dienst. Der klang gerade kurz wie die Synchronstimme von Kevin James. Deswegen war ich gerade leicht irritiert. Aber klang, glaube ich, nur ähnlich so. War, glaube ich, nur ähnlich. Rekrutierung abgeschlossen. Ich höre. Okay. Handel abgeschlossen. Sehr schön. Wieder ein bisschen Kohle. Ein 100 Dinkel. Auch nicht immer. Wohin ging doch 900? Ist das abhängig? Ja, wird er verrückt, oder? Innerer Monk weint. Ach, come on. Egal, wir nehmen jetzt 1002. Die Familie wartet schon. Gott. Das ist wirklich ein Unding. So, ihr werdet die Zweier. Ihr seid die Einser. Wir sind bereit. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Feind in Sicht. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Melde Gehorsam. Ich bin unterwegs. Feind in Sicht. Mir tut alles weh. Die ersten Verluste. Unsere Truppen sind erfrischt. Feind in Sicht. Unsere Truppen sind erfrischt. Oh, die frische Luft tut gut. Es geht mir nicht Feind gut. Feind in Sicht. Unsere Truppen sind erfrischt. Ach, das sind diese Elementarmagier. Rekrutierung abgeschlossen. Oh, mir tut alles weh. Melde Gehorsam.
noch eine Lieferung. Hm? Ich habe das Ganze noch. Es geht erst weiter, wenn ihr alle Statuen gefunden habt, okay? Bereit. Eines Tages werde ich. So schnell wie ich kann. Befehl erhalten. Natürlich. Feind in Sicht. Wo denn? Ein Auftrag für mich? Zu Befehl. Gibt's Befehle? Feind in Sicht. Feind in Sicht. Oh, direkt schon Verluste. Schilde. Nur ein Kratzer. Vier sogar. Vorsicht, Lieferung. Nur ein paar blaue Flecken. Nur ein Kratzer. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Nein, wir haben ein Gebiet entdeckt. Okay. Das wird schnell heilen. Augen auf die Straße. Rekrutierung abgeschlossen. Feind in Sicht. Ihr wurdet gewarnt und dennoch stehlt ihr, was meinen Leuten gehört. Sagt die Dieben. Ihr solltet aufpassen, was ihr sagt, sonst schneide ich euch diese freche Zunge einfach ab. Das will ich sehen. Ganz ruhig, ich bitte euch. Können wir das nicht friedlich regeln? Nicht, wenn eure Leute mein Gebiet betreten. Das ist die letzte Warnung. Oder ihr zahlt den Preis dafür. Ihr müsst euch beeilen. Sie wird nicht nachgeben. Und ich würde wirklich gerne verschwinden, bevor sie mit Verstärkung zurückkommt. Also wer war das jetzt? Wer kommt da aus dem Nichts raus und erzählt uns was? Das ist doch Quatsch wieder. Unsere Armee wird angegriffen. So. Wir müssen das verteidigen, oder was? Sweet. Was kann ich hier machen? Feind in Sicht. Oh, cool. Hab noch kein Gold. Feind in Sicht. Unsere Armee wird angegriffen. Oh no. Das wird Verluste geben, ja. Natürlich. Einsatzbereit. Okay, also, wir brauchen... Unsere Truppen sind erfrischt. Weil wir haben ja 10 von denen verloren. Von den Bogenschützen haben wir ja ganz viele verloren. What the fuck? Okay, ich brauche Geld.
Moment, wir müssen erst die nachproduzieren, die wir so verloren haben. Eins und... Also eins und zwei von denen. Also eins und zwei von denen. Und dann kosten Geld. What the fuck? Ja genau, wir müssen was verkaufen. Weg mit den Tränken. Wie viel haben wir denn für Geld? Es gibt zumindest mal 10. Na gut, die fehlen jetzt halt noch am Platz, aber ja. Die beiden Türme waren halt hart in Kombination. Ich kann jede Last stemmen. Lass mich durch. Wo sind denn unsere... Okay, die Einser kriegen neue Leute. Und diese Waren sind hochwertig. Hier produzieren wir 10 von denen. So, Land einnehmen. Unsere faulen Freunde hier. Warum macht ihr nicht weiter, weil ihr schon fertig seid, oder? Leicht wie eine Feder. Wirklich niemand ist. Diese Statue ist einigermaßen gut erhalten. Sie zeigt Elari, die Bäckerin. Diese wurde nicht nur für ihre exzellenten Backkünste geehrt, sondern auch dafür, dass sie ihre Backwaren kostenlos an die Bevölkerung verteilte. Okay. Die Legende besagt, dass sie nie eine Bezahlung verlangt habe. Unglücklicherweise ist die Inschrift nicht mehr ganz vollständig. Und dennoch... Vielleicht kann ich trotzdem einige Hinweise aus meinen Entdeckungen hier ziehen. Hoffentlich sind alle sicher. Ja, die spawnen halt einfach aus dem Nichts. Das ist halt auch Programmierung aus der Hölle. Kommen nicht aus dem Nebel angerannt, die werden einfach hergeportet. Unsere Armee wird angegriffen. Ist halt auch Quatsch. Ja? Können wir die Karte hier noch angucken? Was sind denn unsere Scouts? Da. Legt euch mal. Eine Banane? Diese Statue hat mir einen sehr tiefen Einblick in die Beziehung unserer Vorfahren zum Meer gewährt. Nee, ein Fisch? Ich hatte immer gedacht, mein Volk hätte keinerlei Interesse an der Seefahrt gehabt. Aber diese Statue erzählt eine ganz andere Geschichte. Offenbar waren unsere Ahnen den Maru ähnlicher als wir dachten und lebten im Einklang mit dem Meer. Sie bauten mächtige Boote und fuhren damit weit hinaus, um zu fischen. Ich muss für meine Nachforschungen die Entfernungen, die sie vermutlich zurücklegen konnten, überdenken. Wenn etwas zu erledigen ist, kümmere ich mich drum. Na gut, da werden sie nur unnötig angegriffen. Gehen wir mal nicht weiter, holen jetzt nur so viel Gebiet. Ist auf jeden Fall noch so groß da oben. Bereit! Die Pflicht ruft! Geht mal erkunden hier. War ja eigentlich nee. Wir haben ein Gebiet entdeckt. Das ist ein neutrales Lager. Rekrutierung abgeschlossen. Die Pflicht ruft. Hm?
ihr Schutz? Ich rücke aus. Warte auf Befehl. Okay, damit haben wir jetzt also aber nochmal zwei große Bergwerke entdeckt. Braucht ihr Schutz? Ich glaube, das brauche ich gar nicht, oder? Ich kann die Mission, glaube ich, jetzt. Oh. Sind da nicht schon wieder 10 Stück fertig? Doch. Ihr werdet einzahlen. Nehmen wir da mit da hoch. Feind in Sicht. Fehlen jetzt nämlich 2. Diese Waren. Wir sind bereit. Ich würde gerne zu erledigen ist, kümmere ich mich darum. Wissen, was da oben ist. Handel abgeschlossen. Ich würde auch gerne wissen, was da ist. Gibt's Befehle? Und ihr könnt hier einnehmen. Armbrüste bereit. Wo soll ich hin? Ich vermisse meine Familie so sehr. Befehl erhalten. Feind in Sicht. Unsere Armee wird angegriffen. Rohstoffe gefunden. Feind in Sicht. Ja, das verteidigen die auch so. Stehe bereit. Feind in Sicht. Was haben wir hier denn? Eisen und Kohle? Dann an die Arbeit. Rohstoffe gefunden. Oh, Gold. Ja, lohnt sich für diese Mission jetzt nicht mehr. Rohstoffe. Münzen zu machen und so, ne? Ich kann so gut wie alles bauen. Ist klar, es lohnt sich nicht mehr. Ich bin bereit. Schnell. Natürlich. Rekrutierung abgeschlossen. Ich sollte zum Ausbildungs. Ja, die spawnen halt auch wieder. Ah ne, die kommen da rausgerannt, oder was? Ist trotzdem Quatsch. Feind in Sicht. Was gibt's? Aber wir können das nicht einnehmen. Ja. Ich bin schon unterwegs. Feind in Sicht. Erz aus den Tiefen der Erde zu fördern, war schon immer eine der Stärken unseres Volks. All meine historischen Texte bestätigen das. Von daher ist diese Statue keine Überraschung für mich. In dem Sockel war ein Kartenstück so gut versteckt, dass ich es fast übersehen hätte. Leider ist es noch weniger aufschlussreich als die anderen, die ich auf unserer Reise bisher finden konnte.
Recht im Hauptquartier über die. Ja, wir brauchen hier jetzt nichts mehr, also geht da wieder rein. Die Pflicht ruft. Nee, es war schon richtig, du musst hier draufklicken. Wenn da drüben rauskommen. Bereit zum Dienst. Auch ein bisschen komisch gemacht. Ich bin bereit. Befehl erhalten. Gibt's Befehle? Patrouilliere. Feind in Sicht. Bereit. Ausrücken. So. Ich habe alle vier Teile. Aber ich werde meine Bücher benötigen, um die Worte entziffern zu können. Stammen die nicht von unseren Vorfahren? Die Schriften sind Jahrhunderte alt und jede Epoche hatte eigene Buchstaben. Auch der Dialekt ist recht einzigartig. In der Zwischenzeit müsst ihr mich begleiten. Ich hatte nicht erwartet, dass ihr uns hier besucht. Ich dachte... Uns bleibt nicht viel Zeit. Ich habe gehört, dass eine Siedlung der Maru angegriffen wurde und nun belagert wird. Dann macht die Königin der Banditen ihre Drohung wohl wahr. Sie war hier? Nur auf einen kurzen Besuch. Ach, das war die. Warum habt ihr sie nicht festgenommen? Sie war hier, um eine Nachricht zu überbringen. Ich respektiere Diplomatie. Euer Fehler bringt meinem Volk den Tod. Wie können wir euch helfen? Begleitet mich in meine Heimat und helft mir, das Dorf zu verteidigen, bevor sie alles niedergebrannt haben. Also gut. Wegen dieses Konflikts sind schon genug Leute zu Flüchtlingen geworden. Obwohl ich nur sehr ungern kämpfe. Diesmal bleibt uns keine Wahl. Wir sind den Maru Hilfe schuldig. Wir werden an eurer Seite stehen. Der Sieg ist unser. Ja, wir hätten jetzt da unten noch weiterkämpfen können und die Platten machen, aber wozu? Ne, also wir haben hier alles gemacht und wir hätten noch Gold schmieden können. Und die abgeben können für weitere Truppen. Aber, sag mal ehrlich, wozu? Habe ich jetzt was Wichtiges übersehen und da unten nicht freigeschaltet, weil ich die nicht platt gemacht habe? Keine Ahnung. Ich wollte die Mission einfach abschließen, damit es lang genug auf der gebracht und genug bei der gewuselt. So, ich liege jetzt aber auch verlassen, weil wir haben gerade eine Stunde voll. Das passt ganz gut. Hier spiele ich weiter die Tage. Eventuell schon gar morgen ist es ganz gemütlich hier. Vielleicht machen wir morgen eine Mission. Da müssen wir mal schauen. Ja, aktuell Urlaub, da kann ich ein klein bisschen, ist das ein klein bisschen mehr, dann sage ich, ich fange wieder früher an, dann fange ich doch erst abends an, ne? Weil dann das Real Life reinkickt und man Dinge macht, die man immer aufgeschoben hat für den Urlaub, ne? So sieht man das ja. Gut, lustiges Wuselspiel, fehlt ein bisschen Tiefgang, will ich noch ein paar Mal sagen, aber trotzdem habe ich Spaß mit und hier an dieser Stelle ist jetzt Schluss, und zwar für den Livestream, wie für die YouTube-Aufnahme, deswegen für alle, die dabei waren, oder? Die das Ganze ja nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.